Hallo zu einer neuen Folge T-Worlds. Wir spielen jetzt mal auf dieser Map. Ich habe gerade leider nur Maps gefunden, auf denen wir schon mit ein bisschen oft gespielt haben. Auf der hier weiß ich gar nicht genau, wie oft wir auf der schon gespielt haben. Okay, bei 5 Minuten sollte ich mich bereit machen zum Beginn der Folge. Ich bin Team Rot. Schade. Kann ich nicht möglicherweise zu Blau gehen? Ah doch, geht. Sehr gut. Bin ich jetzt nicht so irritiert. Ich nehme hier erstmal ein bisschen Rüstung. Was willst du, Aurelio oder so? Ja, Aurelio. Lustig. Freund, der Aurelio heißt. Das ist kein so ofter Name. Ofter Name. Das ist einfach wieder so ein super Wort. Ich rede manchmal in so guten Worten. Dabei ist mir doch immer... Rechtschreibung ist mir immer ganz wichtig, aber es ist nichts Besonderes, dass ich einfach irgendeine Scheiße labere, die also ein Wort sage, was einfach keinen Sinn ergibt. Was einfach zusammengebastelt ist. Zum Beispiel, was es ja auch oft gibt. Ich benutze das, glaube ich, nicht ganz so oft, aber irgendwie so richtig dumm zusammengebastelte Verben, ne? Das klingt immer sehr seltsam. Oh, Mann, wir sind Freund jetzt. Mann! Freund, Feind, Freund oder Feind oder Freund oder Feind. Immer wieder sind die abwechselnd Freund oder Feind oder was. Ich begegne ihnen diesen Freunde oder ich begegne ihnen diesen Feinde, aber irgendwie gibt es keine anderen Kombinationen, logischerweise. Das ist immer weniger Sinn mit der Zeit, was ich sage, ne? Der Typ ist super. Wir haben unsere und wir haben ihre Flagge, wenn ich das richtig gemerkt habe, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Sehr interessant. Scheiße! Da oben rum. Schild da oben ein bisschen im Hängen. Im Hängen? Au! Übrigens, ich werde wohl in nächster Zeit wieder mehr Brick Force spielen, weil es mir immer mehr Spaß macht. Jetzt, weil es mir eben mehr Spaß macht durch das neue Update, durch die Season 4. Ich finde nämlich, es hat noch nie etwas, das Brick Force Spielgeschehen so viel spaßiger gemacht, wie dieses, wie die Waffe fallen lassen, wie das neue Waffe fallen lassen Update. Scheiße, Mann! Wirklich, ach scheiße, noch ein Leben. Dann wäre das Laser da gerade ein bisschen länger gewartet, ne? Verschwinden. Wirklich, das neue, das Waffe fallen lassen, die Waffe fallen lassen Funktion ist so super. Ich habe zum Beispiel jetzt mal so vor ganz kurzem, ich habe mal eine Runde, dachte, ja, ich probiere jetzt nochmal aus, was das noch so alles ausmacht. Das neue Update mit den ganzen neuen Spielmechaniken im Prinzip schon und so weiter. Oh, scheiße. Und dann, ja, habe ich mal eine Runde Teamkampf auf VIP-Lager gespielt. Mit Waffe fallen lassen. Also bin ich in den Raum gekommen und später war ich dann dort auch König, aber egal jetzt. Jedenfalls habe ich das gespielt und das war einfach richtig lustig, weil es, ne, VIP-Lager ist das gewesen, wie erwähnt. Das heißt, es war einfach überall, es war einfach überall voller, oh scheiße, nein, es war einfach überall voller Waffen. Es lagen einfach überall Waffen auf dem Boden, weil alle Leute ihre Waffen dort verloren haben. Ja, und wie gesagt, ja, da lagen halt überall Waffen auf dem Boden. Wie jetzt irgendwann mal oft genug erwähnt, hoffe ich. Und dann lag, ja, überall Waffen und man konnte sich irgendeine Waffe immer wieder aussuchen. Das ist einfach richtig cool, weil es bringt einem dann einfach kaum noch was bessere Waffen zu haben. Das ist in dem Sinne dann so wie im Freefall-Modus. Es ist nun mal, man hat gute Waffen, aber die bringen einem dann eigentlich nicht wirklich was. Also sie bringen einem trotzdem noch was, wenn man mit einer guten Waffe startet, aber man kann eben, es kann eben auch ein Level 1er, der noch kein einziges Mal Pick'n Win, obwohl nein, doch nicht, der weder Paid noch jemals Pick'n Win gespielt hat, mit einer Orion selten dort rumlatschen. Es macht das Spiel wirklich noch ein ganzes Stück lustiger, aber die Folge muss jetzt auch schon gleich schon wieder zu Ende sein schon. Also wie gesagt, das solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Schreibt mir auch, obwohl ich nicht hier in die Kommentare hier, aber bei meinem Brickforce-Dings-Video zum Let's Test Patch. In meinem neuen Brickforce-Let's-Test-Patch schreibt mir da auch gleich mal rein. Am besten, ob ihr der Meinung seid, ob ich öfter mit den neuen Spielmodi dort spiele, also mit den neuen Spieleinstellungen spielen soll. Und jetzt gerade sind wir hier echt gut ausgerüstet, muss ich sagen. Heppa! Nein! Weg mit euch! Böse Leute! Hey, Avi! Oh, meine Munition ist leer. Oh, mal gucken, ob wir es noch schaffen. Das wäre jetzt echt cool. Nein, Avi! Avi tötet uns. Ja, wie erwartet. Naja. Dann ist die Folge jetzt zu Ende, also nicht den Daumen vergessen und bis zum nächsten Video.